Ja, guten Abend, herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, zur PK nach dem Rückspiel des Champions League Achtelfinals zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool. Julian Nagelsmann, unser Cheftrainer, steht Ihnen gleich für Ihre Fragen zur Verfügung. Und Julian, davor, wie immer, bitte ich dich um dein Fazit zum heutigen Spiel. Ja, am Ende ist es, glaube ich, verdient, dass wir ausgeschieden sind, vor allem aufgrund des zweiten Spiels, des heutigen Spiels. Zwei Spiele sind schon ein bisschen unterschiedlich zu bewerten. Heute hatten wir eine ganz schlechte Anfangsphase. Das war im Hinspiel noch anders. Wir hatten eine lange Eingewöhnungszeit. Liverpool hat nicht so viel Druck gemacht, ein bisschen tiefer verteidigt, abgewartet mehr und uns ein bisschen mehr den Ball überlassen. Wir haben ja nicht wirklich viel in emotionale Momente gefunden, haben ein bisschen zu träge den Spielaufbau gehabt, viel Ballbesitzen in der eigenen Kette gehabt, aber wenig ins Mittelfeld gekommen. Ja, so haben wir die Emotionalität, die uns, glaube ich, die letzten Spiele extrem ausgezeichnet hat in der Liga und im Pokal, nicht so auf den Platz gebracht, um diese große Torgefahr auszustrahlen. Liverpool hatte 3-4 sehr große Chancen in der ersten Halbzeit, die sie alle vergeben haben. Ja, so nach 25 Minuten waren wir da ein bisschen besser im Spiel, ohne die extremen Torschüssen zu haben. Liverpool hat das konzentriert verteidigt. Wir hatten ja nicht so den Punch dann im letzten Drittel. Zweite Halbzeit ging es eigentlich ähnlich weiter. Dann hatten nicht allzu viele Chancen, viele Situationen ein bisschen verpufft. Auch im Gegenpressing war immer so ein Ansetzen. Aber wir hatten schon, das hat man gesehen, ein bisschen Respekt aber vor den Kontersituationen und haben aus dem Respekt heraus ein bisschen falsch agiert, teilweise in Gegenpressensituationen, Gegner zu viel Luft gelassen. Dann haben wir das erste Tor gekriegt, aus einer eigentlich ja, so sinnbildlich für heute, wo wir zwar rausverteidigen, aber dann nicht so richtig aktiv sind, sondern so ein bisschen Sicherheitsabstand lassen. Und dann sieht man einfach die individuelle Qualität in der Entstehung von Jota, dann von Mo Salah. Das macht er dann herausragend am Ende, der heute am Rande merkt, ein herausragendes Spiel gemacht hat, in meinen Augen. Und mit dem zweiten Tor war das Spiel dann leider erledigt. Und ja, am Ende, habe ich schon oft betont, verlieren wir alle nicht gerne. Trotzdem muss man in gewissen Momenten anerkennen, dass der Gegner dann an dem Tag besser war. Und das war er heute. Und dann ist es so, müssen wir akzeptieren, mal zulassen, dass wir traurig sind und wütend sind. Und dann, nach, weiß nicht, 12 bis 20 Stunden legen wir den Fokus auf Frankfurt, wo ein absolutes Top-Team auf uns wartet in der Liga. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Michael Grimes macht den Start. Michael, we can't hear you. Dann machen wir weiter. Die nächste Frage kommt von Javier Cáceres von der Süddeutschen Zeitung. How do you feel that your team performed like, in the way of the midfield battle, and how much did you miss your important players, especially Angelino, with the underlapping and overlapping runs that you normally have? It's always better if with every player in the squad, but with enough good players today in the starting lineup and also on the bench. At the end, Liverpool closed the midfield. There was not that many space between the forwards and the midfield, and the biggest space were behind the defense line of Liverpool. But we have kind of problems to find these spaces because our build-up game were a bit too slow. Most important topic, I think, overall the 90 minutes was that we create numbers up with the ball in our feet and try to dribble with the ball in our feet and try to do numbers up in the midfield and play in half space before the defense line to create numbers up on the wing. But at the end, we were not encouraged enough in the first half to do this. So was kind of easy for Liverpool to defend flat passes over 30 or 40 meters. We had too many ball losing moments, and our counter pressing were not that good in these moments. So we conceded a lot of chances in the first half. We are kind of lucky that we didn't concede a goal. And in the second half, we conceded two goals, and we were not able to create the power and emotional moments to score three goals. So it's well deserved for Liverpool that they go into the next round. It's sad for us that we are going out of the Champions League.
now we have to focus on the league and on the Bundesliga and come back in the next season and try to do our best in the Champions League when we hopefully qualify again. Javier, dein Handzeichen ist zwar nicht mehr oben, aber ich nehme an, du willst trotzdem eine Frage stellen. Ja, dann bitte für die Süddeutsche Zeitung. Hallo, Herr Nagelsmann. Ich habe Sie vorhin im Fernsehen gehört, da sagten Sie, dass man versuchen muss, aus diesen Spielen, aus beiden Spielen Lektionen mitzunehmen, etwas zu lernen. Und Sie sagten auch, dass Ihre Mannschaft ein bisschen zu verkopft agiert hatte. Ich weiß jetzt nicht, welche Lehren Sie jetzt so unmittelbar nach dem Spiel für sich ziehen können. Und ist das zum Beispiel etwas, was Sie damit gemeint haben? Also, dass Sie vielleicht auch persönlich dazu beigetragen haben, dass Ihre Mannschaft zu verkopft agiert hat? Ich persönlich? Glaube ich nicht. Also ich die Spielvorbereitung, ich weiß es nicht, als ob Sie ihr zu viel Bremse mitgegeben haben, zu viel Kontrolle in den ersten Minuten. Nee, also glaube ich nicht. Ich reflektiere mich zwar nochmal, aber ich glaube, die Aufstellung war recht mutig gewählt und haben jetzt nichts anders gemacht oder spezieller gemacht als in anderen Spielen, sondern offensive Herangehensweise, versucht unseren Fußball auf den Platz zu bringen. Haben wir keine Idee entwickelt, die verkopft ist oder zu sehr auf den Gegner abzielt, sondern versucht unsere Stärken auf den Platz zu bringen, weil wir zwei Tore aufholen mussten. Am Ende sind schon Lehren natürlich fußballspezifischer Natur. Manchmal ist man verkopft im Leben, das ist schwer daraus Lehren zu ziehen, sondern es geht dann darum, über eine Art und Weise, über gewisse taktische Inhalte, die ich gerade schon in meinem unnachahmlichen Schulenglisch versucht habe darzulegen, taktischer Natur etwas Emotionalität zu entwickeln. Ja, wenn dann noch äußere Umstände hoffentlich bald wieder dazukommen, Fans diese Emotionen auf den Platz transportieren, dann fällt es nochmal leichter. Ja, aber heute ging es einfach viel um inhaltliche Themen, wo wir die Emotionen hätten auf den Platz bringen müssen mehr. Das haben wir heute nicht geschafft. Wir sind alles Menschen, das passiert. Ich glaube, dass die Erlebnisse in Anführungszeichen aus dem ersten Spiel so ein bisschen in dem anderen Kopf drin waren. Dass wir natürlich wussten, dass Liverpool eine gute Konterstärke hat mit einem guten Speed und mit sehr guten Einzelspielern vorne. Das haben sie heute auch gezeigt. Und dann waren wir eben nicht diesen mutvollen Fußball gebracht, den wir vielleicht hätten gebrauchen können. Tom Bachmann für die dpa. Hört man mich? Ja. Ah, wunderbar. Das ging hier gerade drüber. Entschuldigung, guten Abend nach Budapest. Herr Nagelsmann, zwei Fragen. In der 10. Minute gab es eine Situation von Dani Olmo. Die Chance war von Dani Olmo. Da hatten Sie, das war, glaube ich, das einzige Mal in einem Spiel, wo Sie wirklich vier, fünf Spieler auf engstem Raum im Strafraum hatten. Warum ist das zu selten gelungen? Und die zweite Frage ist, es kam über die Außenmikrofone jetzt hier am Fernseher so rüber, als wenn Ihre Mannschaft heute ja sehr, sehr ruhig war. Also es war eine sehr merkwürdige Atmosphäre in dem Stadion, was hier am Fernseher ankam. War das tatsächlich so und können Sie dafür Gründe ausmachen? Ja, wir waren ruhig. Wir sind, habe ich ja schon oft gesagt, tendenziell jetzt keine Mannschaft, die extrem laut ist. Wir kommen oft, das meinte ich mit äußeren Umständen, / Komma Fans, die äußeren Umstände, da meinte ich zum Beispiel Coaching, ja, untereinander. Klar, von außen versuchen wir das immer, auch die Spieler auf der Bank coachen, die Mitarbeiter coachen, aber auch untereinander einfach ein bisschen aktiver zu sein. Das haben wir heute nicht so gut geschafft in gewissen Situationen. Da gab es zwei, drei extreme Beispiele, wo wir nicht miteinander gesprochen haben und dann einige Beispiele, wo es ein bisschen hilfreicher wäre. Aber das ist, habe ich schon oft gesagt, immer noch ein Entwicklungsfeld, wo wir besser werden können und auch besser werden wollen, mehr miteinander zu kommunizieren. Ja, wir sind insgesamt in der Situation tatsächlich sehr gut in der Box gewesen. Da ist der Ball einfach nicht top angekommen. Ich glaube, wenn wir den anbringen, dann steht es 1-0, weil wir 4 gegen 1 im 16er spielen. Da waren wir sehr gut besetzt im 16er. Die Gründe, warum wir zu selten in die Box gekommen sind, habe ich schon so ein bisschen gesagt. Es war viel unser Spielaufbau. Wir haben einfach sehr viel in der ersten Reihe den Ball gehabt und nicht in den entscheidenden Räumen, wo es dann wirklich wehtut. Ja, das werden wir besprechen. Werden wir natürlich auch versuchen, besser zu machen. Für heute hat es jetzt keine Relevanz mehr, leider. Kommen wir zur letzten Frage. Die stellt Michel Mileski für die Bild-Zeitung.
So, ich hoffe, jetzt hört man mich. Schönen guten Abend, Herr Nagelsmann. Sie sprachen eben von einem 12- bzw. einem 20-Stunden-Plan. Dann würde es losgehen mit der Frankfurt-Vorbereitung. Können Sie uns kurz erklären, wie das dann aussieht? Man hat ja direkt den nächsten Kracher vor der Brust jetzt. Also wie sehen die Stunden dann bis Frankfurt aus? Wann wird das Team damit wieder konfrontiert? Wann geht es da los? Ja, nageln Sie mich nicht fest auf die 20 Stunden. Mir geht es also in der Botschaft hauptsächlich darum, dass wir... Ich bin kein Freund davon, nach so Niederlagen so Parolen rauszuhauen, jetzt nur noch in der Liga und dann Pokal und so weiter, sondern jeder ist jetzt enttäuscht, ist auch normal, das muss man auch zulassen. Ja, das alles, was man jetzt so überspielt oder auch als Trainer überspielt, das ist für mich dann eine Rolle oder eine falsche Emotion. Ich kann mich jetzt aktuell nicht in die Kabine stellen und sagen, jetzt nur noch Bundesliga, das wissen die Spieler A selber und B ist es einfach wichtig, das ist meine feste Überzeugung. Nicht so schöne, ich will jetzt nicht schwere Momente, das klingt immer so extrem, nicht so schöne Momente im Sport auch zuzulassen, um dann im richtigen Abstand zu diesem negativen Erlebnis wieder Kraft zu schöpfen, weil der Körper einfach ein bisschen Zeit braucht, auch das zu verarbeiten oder der Kopf. Und alles, was du jetzt an Pseudo-Energie reinsteckst, jetzt in der aktuellen Phase, wird am Ende nicht so rauskommen, wie du es willst, sondern du musst jetzt ein bisschen das zulassen. Wir werden morgen hier trainieren. Das ist da natürlich ausgenommen, das hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Wir werden ein gutes Wettkampfersatztraining machen, werden dann zurückfliegen, sind, keine Ahnung, 17 Uhr oder so in Leipzig. Dann werden die Jungs nach Hause fahren und wir im Trainerteam nur einfach auch. Und am Freitag treffen wir uns wieder, sowohl fürs Training wie auch für die Gegnervorbereitung. Ja, und dann Samstag Training, ganz normal, Abschlusstraining, Sonntag das Spiel. Nichts Weltbewegendes, mir geht es einfach, wie gesagt, in der Botschaft um das Zulassen von der Wut oder des Enttäuschtseins und dann im richtigen Zeitpunkt wieder anzupacken, die sehr reizvolle Aufgabe Eintracht Frankfurt anzupacken. Vielen Dank, Julian. Allen vielen Dank für die Fragen und einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao.